Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Pokémon Blattgrün. Im letzten Part sind wir durch den Vertania-Wald hier gegangen und wundert euch nicht, warum ich hier stehe. Ich habe nämlich ein wenig trainiert. Ein wenig heißt 2 Stunden lang. Hab alle Pokémon auf Level 16 gebracht, bis auf Glumanda, weil sich das nämlich entwickelt und ich euch das nicht vorenthalten wollte. Deswegen habe ich es knapp bis kurz vor Level 16 trainiert und ich hoffe, jetzt kommt ein Pokémon, was stark genug ist. Ja, es könnte knapp werden. Vielleicht brauchen wir noch eins oder... Vielleicht doch nicht. Man sieht, ich habe es fast bis auf Level 16 trainiert. Aber die Entwicklung wollte ich euch halt noch zeigen und fände ich ein bisschen dumm, wenn ich es ohne gemacht hätte. So, Glutex 22. Ja, es reicht. Level 16. Und es durfte sich entwickeln. Unsere erste Entwicklung. Ja, ich mag die Musik bei den Entwicklungen. Was wird das wohl sein? Oh mein Gott! Er sieht vollkommen anders aus. Glückwunsch! Dein Glumanda wurde zu Glutexo! Yay! Und es hat nichts erlernt. So, ich kann euch noch mal kurz zeigen, was die für Attacken neu gelernt haben und so weiter. So. Was hat es gelernt? Hat es irgendwas gelernt? Glukratzer, Metallklaue, Heuler? Nichts Neues. Was hat Taubsee gelernt? Das hat Windstoß gelernt und Ruckzuckhieb. Und das Pikachu, was ich von Level 3 bis auf Level 16 trainiert habe, das war ich am schwersten, weil Pikachus sind sehr, sehr schwer zu trainieren, weil die viele, viele EP brauchen. Donnerwelle, Ruckzuckhieb. Ja. So. Aber wir gehen noch nicht sofort in die Arena, sondern wir wollten ja erstmal das Museum, was uns der andere Typ im letzten Part schon gezeigt hat. So, ich gehe nochmal kurz ins Pokémon Center und dann gucken wir uns das Museum an. Ganz in Ruhe. So, ins Pokémon Center rein. Und das Trainieren, das hat echt wirklich 2 Stunden lang gedauert. Ja, es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, deswegen das kann ich unmöglich ins Let's Play reinschneiden. Außer ich mache einen Zeitraffer. Aber das wäre mir dann auch ein bisschen zu aufwendig und sicherlich auch ein bisschen zu langweilig auf Dauer. So. Dam, dam, da, da, dam. So, der Typ hat uns das gezeigt. War mir hier schon drin? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ja. Dann gucken wir nochmal hier oben, ob es hier noch irgendwas gibt. Nein, sieht nicht so aus. Da kommen wir noch nicht durch. Dann bleibt uns noch das Museum übrig. Was ist denn das für ein Museum? Memoria City, Wissenschaftsmuseum. Aha. So, hier unten sind nur die Arena. Hier oben gibt es, glaube ich, nichts. Nein. Und dann ab ins Museum. So, Hallöchen. Für Kinder kostet der Eintritt 50 Poke. Ja, ich möchte bitte hinein. Sind das? Nur Pfeile, dass da lang geht. Hier gibt es noch ein paar Fossilien anscheinend. Aerodactyl-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Aha. Was hast du zu sagen? Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Mhm. Weiß gar nicht, wann und ob wir das finden im Spiel. Ich habe keine Ahnung. Kabutops-Fossil, ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Sehr schön. Oh, eine Raumfähre. Space Shuttle. Wow. Ja, ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Möchte sie über ein Pikachu haben? Ich hätte gerne ein Pikachu. Es ist furchtbar süß. Mein Papa soll mir eines fangen. Na, mal sehen, ob er das schafft. Was hast du zu sagen? Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Hm, das habe ich schon gesehen. Wer weiß, ob die Fossilien vom Mond sind oder so. Mondstein? Was ist daran so einzigartig? Auf dem Mondberg gefunden des Meteoritengestein. Mondstein? Hm, wer weiß. Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Okay, ist interessant. Sogar was aus der reellen Welt mit eingebaut hier. Die Mondlandung. So, auf hier mehr gibt es ja auch nichts zu sehen, aber trotzdem interessant. So. Und dann können wir uns eigentlich auch gleich in die Arena aufmachen. Haben wir noch genug Zeit in diesem Part. Was hast du noch zu sagen? Gerüchten zufolge sollen die Pipi vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf dem Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Aha, sehr interessant. Memoria City, Pokémon Arena. Arenaleiter Rocco. Der steinharte Pokémon-Trainer. Aha, na dann. Auf geht's in die erste Arena. Was hast du zu sagen? Hallo. Sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben.
Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Ja, gerne. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon in der Spitze der Pokémon-Liste kommt als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten Kämpfe leichter werden. Probier es aus, um so deine Gegner besser zu trotzen. Ja. Steht hier drauf, Arena-Leiter Rocco, bisherige Sieger Gary. Na, nur Gary hat gewonnen, so. Hier wartet noch ein kleiner Trainer vor uns. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Ja, das werden wir sehen. Ich denke mal, mit Metallklau dürfen wir schon eine gute Chance haben. Kleinstein. Aber hier haben wir unsere Clotexo und Metallklaue. Dürfte das kein Problem sein, hoffentlich. Na, ja, so viel zieht das gar nicht ab. Aber ein Jäger macht eh nur Verteidigungswert hoch. Und nochmal. Metallklaue. Und weg ist es. 183 Erfahrungspunkte. Sandan. Ja, das ist leider nicht vom Typ Gestein. Da bringt Metallklaue nicht so viel. Ich glaube, Glut bringt da sogar mehr. Ja. Ein Volltreffer. Ja, das war's dann. 219 Erfahrungspunkte. Ja. Mist. Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit. Ja. Sehr dumm. So. Da haben wir nun Rocco. Ich speichere mal vorher lieber ab. So, nur zur Sicherheit, das sieht man auch in der Spielzeit, wie viel ich trainiert habe. So, dann kämpfen wir gegen Rocco. Ich bin der Arena-Leiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es noch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Dann kämpfen wir gegen den ersten Arena-Leiter, Rocco. Ja, Kleinstein natürlich. Und Clotexo. Wir benutzen wieder Metallklaue, auch wenn das nicht One-Hit ist. Aber es zieht zumindest recht viel ab. Wir setzen jetzt Steinwurf ein. Oder den Stipp. Was ist das? Steinwurf, Stein? Keine Ahnung. Felsgrab war das. So. Erstes Pokémon besiegt. Das zweite folgt hoffentlich gleich. So, Level 17. Das ging recht schnell. Onix. Nein, ich möchte das Pokémon nicht tauschen. Wir kämpfen weiter mit Clotexo. Und weiter mit Metallklaue. Oh. Na, ah, es sieht nicht so viel ab. Oh nein, Felsgrab. Das ist sehr effektiv auf uns. Das ist natürlich ein Nachteil. Weil Gestein ist im Gegenzug dann auch auf Feuer sehr effektiv. Ja, Tackle kann ziemlich viel. Wir benutzen weiterhin Metallklaue. Ah, es könnte knapp werden. Ja, Klammergriff. Ja, kann das Pokémon nicht wechseln. Ja, Tackle geht natürlich daneben. Natürlich. So, nochmal Metallklaue einfach versuchen. Einfach drauf. Das klappt schon irgendwie. Ah, oh, zum Glück Volltreffer. Sonst hätte sie sich bestimmt geheilt. Danke, Clotexo. Du bist super. Spieler besiegt. Leiter Rocco. Sehr schön. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrerbietung. Yay, wir haben unseren ersten Orden erhalten. Den Felsorden. Das ist der offizielle Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen, was wir noch nicht mal haben. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Franzi gewinnt 1400 Poké. Sehr schön. Warte, nimm das hier mit. Franzi hält TM 39. So, eine TM enthält Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann ein TM nur ein einziges Mal verwenden. Ja, früher war es noch so, dass man ein TM nur ein einziges Mal verwenden kann. In den neueren Pokémon-Spielen kann man sie unendlich oft verwenden, was ich, naja, ein bisschen abgeschwächt finde, muss ich sagen. Der gefällt mir das Prinzip schon besser, dass man wirklich sich aussuchen muss, welches Pokémon die Attacke erlernen soll. Wähle sorgfältig jedes Pokémon aus, das du an TM geben möchtest. TM 39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Fels beworfen und unter ihm begraben. Der Initiativwert des Gegners wird zugleich gesenkt. Ja, das haben wir gemerkt, dass wir nicht mehr zuerst angreifen konnten. So. Damit wäre die erste Arena in knapp 5 Minuten geschafft. Das ging echt schnell. So, wir gehen nochmal schnell ins Pokémon Center und wechseln mal die Position.
mit Taubsi. Weil ich ja die Pokémon auch gleichmäßig trainieren möchte und als nächstes kommen recht viele Gegner. Jo. Mal schnell ins Pokémon Center gehen. Der erste Arena-Kampf war echt leicht. Mal sehen, wie es dann beim nächsten aussieht. Da haben wir zum Glück ein Pikachu, was uns da doch sicherlich gute Dienste erweisen könnte. So. Ja, da machen wir uns mal auf den Weg zur nächsten Stadt. Ja. Oh, da steht schon ein Professor. Was hat denn der zu sagen? Ah ja, er spricht uns gleich an. Oh, Franzi, ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Also nimm es bitte. Franzi erhält die Turbo-Träder von der Assistenten. Aha, ich ziehe sie gleich an. Drücke den B-Knopf, um zu rennen. Aber nur, wenn Platz ist. Ja. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Ein Brief ist dabei. Hallo Franzi. Hier ein paar Turbo-Träder für meinen geliebten Trainer. Denk dran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Na, oh, süß. Und da kann mir jetzt die Turbo-Träder mal gezogen. Können wir halt schneller rennen. Und betreten gleich mal Route 3. Hier gibt es ganz viele Trainer. Ich will erstmal hier unten lang. Hier gibt es nichts. Schade. Dann stürzen uns wir mal in die ich kann nicht mehr reden. Wir stürzen uns in die Flut der Gegner. Was starrst du mich so an? Ich hab dich gar nicht angestarrt. Lass mich in Ruhe. Ja. Gehöre. Ricarda. Was hat die ein Taubsi? Wow. Lame. Taubsi, Windstoß. Soweit ich weiß, entwickelt sich Taubsi auf Level 18. Also dauert es noch nicht mal so lange. Pikachu entwickelt sich leider nicht von selbst. Da brauchen wir einen Donnerstein, aber mal schauen, wenn wir den bekommen. So, noch ein Taubsi. Nichts Spannendes. Und auch wieder Level 9. Ganz easy. Boah, mein Laptop ist voll heiß. Weil ich spiele mit Tastatur und ich merke, dass die ganze Zeit, dass mein Laptop übelst heiß ist. Vor allem, weil es auch zurzeit die Temperaturen nicht gerade die angenehmsten sind für mich. Und für mein Laptop anscheinend auch nicht. Ich glaube, dem gefällt das nicht so. Du bist gefährlich, ja. Gefährlich. Wie ein Blitz. Was hast du? Hör auf, Leute anzustarren. Da musst du auch nicht kämpfen. Lass mich doch, ich will doch kämpfen. Ein Käfersammler. Hey, ich kenne dich aus dem Vertania-Wald. Jo, Attila. Es gibt schon sehr komische Namen. Das hat ein Raupi. Er hat ein Raupi. Windstoß. So. Und 12 Erfahrungspunkte. Und ein Honliu. Und wieder Windstoß. Zum Glück ist Windstoß sehr effektiv. Ja, 111. Und noch ein Raupi. So, Windstoß. Ist ein bisschen lame, aber naja. Besiegt ist besiegt. 112 Erfahrungspunkte. Du hast mich wieder besiegt. Ja. So. Neben den Pokémon hier im Wald gibt es noch Unmengen andere Pokémon zu entdecken. Ja. So. Überall sind Brennnesseln. Ich trage Shorts. So ein Mist. Ja, das ist nicht gerade das Klügste, was man machen kann. Ein Teenager Egon. Ein Teenager. Früher habe ich das tatsächlich so gelesen. Ja, wenn man kein Englisch kann. So, Windstoß. Ein Ratzfratz. Und das heißt wirklich nur Ratfratz, nicht Ratzfratz. Ich sage trotzdem Ratzfratz. Und futsch. Und wir steigen ein Level auf. Sehr schön. In Rettan. Oh, das hatten wir doch gar nicht. Das Witzige ist bei Rettan, wenn man das rückwärts liest, steht da Natta. Man muss sich die Namen immer ableiten. Schon sehr witzig. Auch nicht. Oh, so viel zieht das gar nicht ab. Nein, Giftstachel. Nein. Nein, wir sind vergiftet, natürlich.
Naja, du musst jetzt trotzdem weiterkämpfen, Taubsi. Tut mir leid. Na. Ja, Rutsuki ist natürlich Volltreffer und One-Hit. Oh. Dann laufen wir mal gleich schnell zurück ins Pokémon Center. Ja, man sieht auch, wenn es vergiftet ist, dass der Bildschirm so verpixelt wird und das Geräusch kommt, dass das Pokémon Schaden nimmt. So, aber wir schaffen es doch rechtzeitig. Nicht, dass uns das Taubsi noch wegstirbt. Aber wir spielen zum Glück keine Nuzlocke-Challenge, wo Pokémon, die einmal besiegt wurden, man die nicht wieder verwenden darf. Ich glaube, ich werde auch nie so eine Pokémon-Challenge spielen. Vielleicht irgendwann mal, aber irgendwie... Da würde ich das Spiel lieber normal genießen, als irgendwie so übelst die Challenge zu machen. Ja, du musst jetzt das und das schaffen, darfst das Pokémon nicht mehr verwenden, wenn es einmal gestorben ist. Du kannst Pokémon via PC in Boxen ablegen. Jede Box fasst 30 Pokémon. Ja. So, noch ein Trainer. Hier gibt es ganz viele Trainer. Bist du auch ein Trainer? Lass uns kämpfen. So, noch ein Käfersammler. Gangolf. Ich wollte erst Gandalf lesen. Oh Mann. Windstoß, da können wir wieder ganz einfach Windstoß einsetzen. Ich hätte mal das Pokémon wechseln sollen, aber egal. Im nächsten Kampf. So, Kuna. Und dann Windstoß. Oh, das hat sogar überlebt. Und es zerrt nein. Naja, da reicht nur Ruckzuckhieb. Erfahrungspunkte. Ja, es steigt vielleicht sogar ein Level auf. Mal sehen, ob es vielleicht noch in diesem Kampf was wird. Würde mich freuen, da wird sich nämlich entwickeln. So, Raupi besiegt. Ja, Safcon, es könnte klappen. Wenn das Safcon uns genug Erfahrungspunkte gibt. So, Windstoß. Mal sehen, ob es auch wieder überlebt mit 1 KP. Nein, ist natürlich tot. Ich sehe schon kommen, dass es nicht reicht. Ja, doch, es reicht. Sehr schön. Taubsi erreicht Level 18. Und Spieler Gangolf besiegt. Mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Ja, Pech. Hey, Taubsi entwickelt sich. Unsere Zeitentwicklung in einem Part. Oh mein Gott. Da, 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 da. Ich mag die Musik einfach so sehr bei der Entwicklung. Oh mein Gott, was würde wohl dabei rauskommen? Es wird spannend. Oh mein Gott, was ist das wohl? Glückwunsch, der Taubsi wurde zu Tauboga. Sehr schön. So, jetzt wechsle ich aber auch mal das Pokémon. Weil wir wollen ja das Pikachu ja nicht vergammeln lassen. Also wir gehen jetzt mal hier unten lang. Weil man sieht nämlich hier dieses eine Grasfeld, was vielleicht so ein bisschen dunkler schraffiert ist. Wenn man da A draufklickt... versteckt sich dahinter eine Sedelbeere. Das habe ich erst sehr, sehr viel später herausgefunden, dass sich da Bären dahinter verbürgen. Oder auch manchmal Sonnenbonbons und sowas. Hehe, ich habe mal meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Wow, voll mies. Dabei hat er selbst Shorts an. Ansgar. Tenaga Ansgar. Er hat ein Habitak. Das kommt uns doch gerade gelegen. Mit Pikachu und Donnerschock. Das dürfte sehr effektiv sein. Aber ist leider nicht tot. Naja, Silberblick. Alter, mein Laptop ist voll heiß. Jo, ruckzuckieb. Und futsch. Okay, der hatte nur einen Habitak. Dann einmal wieder hier herumrennen. Und, na komm, einen Trainer schaffen wir noch in diesem Part. Warum schaust du mich so fasziniert an? Schau ich gar nicht, ich schau gegen die Wand. Wie eine Göre, Frederike. Was hat sie? Ein Ratzfratz. Na, mal schauen, wie viel Donnerschock abzieht. Oh, ein Volltreffer. Ja, das sieht man, wie oft Volltreffer sind wirklich sehr, sehr häufig noch in damaligen Pokémon-Spielen. Und ein Nidoran. Ein Nidoran weiblich. So, Zugib. Ja, natürlich bin ich vergiftet. Giftdorn.
Ja, aber ich durfte noch genug Gegengifte dabei haben. Da muss ich nicht mehr zurück ins Pokémon Center rennen. Ich glaube, Donnerschock ist nicht so effektiv. Na, ja, doch ein bisschen mehr zieht's ab. Aber. Ah, ist genau das gleiche. Statik. Jetzt ist es paralysiert und ich bin vergiftet. So, Zugrieb. Und das war's. Ja, bleib immer nett. Ich bin noch nett. So, dann noch schnell ein Gegengift einsetzen. So, auf Pikachu. Vergiftung wurde geheilt. Sehr schön. Aber ich denke mal, weiter gehen wir in den ersten nächsten Part. Ein paar Trainer warten auch auf uns und mal sehen, was dann nach dieser Route auf uns, was uns erwartet. Aber wir sehen uns am nächsten Part wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.